Hopp, hopp zur Bundeswehr. Es sind schon rund 11.000 Menschen, die freiwillig Wehrdienst leisten. Denn nur bei der Bundeswehr beginnt der Nervenkitzel schon vor dem Einsatz, wie im Flieger Horst Büchel. Ab Windstärke 5 wackeln die Gebäude und müssen geräumt werden, weil sie einstürzen könnten. Und nur bei der Bundeswehr erlebst du einzigartige Massenevents, wie in Müllheim. Hier müssen 12 Mann in einem Zimmer schlafen, weil die anderen Schlafräume marode und nicht bewohnbar sind. Und das alles dank unserem Verteidigungsminister, Ministerin und CDU-Vize von der Leyen. Ach, der oder die. Beknackt sind sie beide. Achtung, deutsche Medien, eine Wetterkatastrophe irgendwo. Alle sofort in Schnappatmungsmodus. Megasturm in den USA. Ein Monster-Schneesturm. Der schlimmste Blizzard aller Zeiten. Und alle Reporter mittendrin. Mitten in New York, mitten in Manhattan. Wir sind in Manhattan, wir sind mitten in Manhattan. Mitten in Downtown Boston. Ja, dann los jetzt, Sturm. Stürme. Es ist stürmisch, aber es ist noch nicht sehr stürmisch. Es wird stürmiger, aber es ist noch kein Sturm da. Dann mach doch einfach einen Plattitüdensturm. New York, New York. Sie ist die Stadt, die nicht schläft. Die Stadt, die niemals schläft. Die Stadt, die eigentlich niemals schläft, liegt plötzlich lahm. Und schmeckt gut so ein aufgeblasener Sturm? Entschuldigung, mir fliegt die ganze Zeit der Schnee ins Gesicht. War sonst noch was? Ach ja. TTIP, das Freihandelsabkommen, vor dem viele Deutsche echt Schiss haben. Und Gabriel, der Wirtschaftsminister mit Verständnis für diese Ängste. We are a country which is rich and hysteric. Bitte? Deutschland ist reich und hysterisch? Hat er das gerade wirklich gesagt? Please do not bring it to the newspapers. Nee, man nicht hysterisch werden. Ach, das veröffentlicht keiner. Nee, hat keiner mitgekriegt.